Hallo zusammen, ich bin der Michael Schneider und ich begrüße euch zu dem Format Vitamin B. Ihr seht hinter mir, es ist kein Studio oder sonst irgendetwas, sondern es ist Homeoffice. Und darum geht es mir eigentlich. Drillego in verschiedenen Unternehmen, im Wallis und drumherum, wie sie mit dem Coronavirus umgehen, was sie daraus kann und lernen oder was wir einfach alle allgemein können, mitnehmen von dem Ganzen. Weil eins steht fest, es kommt auf jeden Einzelnen drauf an und wir sind alle im gleichen Boot. Und es gibt nur ein Vorwärts. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass. Und ganz viel Gesundheit und hoffe, dass wir alle etwas von dem mitnehmen können. Ich heiße Olivier Ingodem, ich bin 49 Jahre alt, komme aus Fisch, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Im Alter von 15 und 18. Und ich bin Geschäftsführer von der Ulrich Imboden AG. Das ist eine der geringsten Bauunternehmungen im Kanton Wallis. Ja, ich von meiner Seite willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, Olivier. Wenn ich jetzt aber ein bisschen durch die Webcam güchsle und schaue, was da im Hintergrund ist, das hat nicht so viel mit Baufirma zu tun, oder? Oder irgendwie mit einem Büro im Container. Sag mal, wo bist du jetzt gerade momentan? Ja, natürlich. Ich bin im Homeoffice, wie viele andere auch momentan im Homeoffice sind. Also ich bin circa 2-3 Tage in der Woche bin ich im Büro. Und sonst bin ich halt heute daheim. Und weil ich daheim grundsätzlich kein Büro habe, habe ich jetzt Asyl bekommen für meine Kids. Das ist das Büro der Kids, wo aber hier auch tagtäglich ein Schooloffice machen müssen. Das ist natürlich sympathisch, dass sie dir Asyl gewähren. Aber auch auf der anderen Seite die Frage, Bü, warum arbeitet ihr denn eigentlich noch? Man kennt ja auch wieder verschiedene News von den Medien in diesem Bereich. Ja, das ist grundsätzlich eine gute Frage. Grundsätzlich ist ja das kein Entscheid von mir oder von der Bauwirtschaft, sondern das ist ganz klar der Wille vom Bundesrat. Der Bundesrat will, dass 70-80% der Leute momentan noch arbeiten. Das ist nicht nur die Bauwirtschaft, das ist auch die Industrie und die Medizinaltechnik und Gesundheitswesen, was ja immer zwischen oder zurückkehrt, aber es sind 70-80% der Leute, die arbeiten. Und das ist auch wichtig. Also man muss sich vorstellen, wenn jetzt die ganzen Leute vom Bau und vom Bau nebenquer, das macht im Wallis ca. 15% vom Bruttoinlandprodukt im Kanton Wallis. Wenn die jetzt wieder sagen, nein, mit den Zöhen, die gehen alle kurz weg anmelden, weil das ist ein Desaster. Die Milliarden, die der Bundesrat gesprochen hat, würden nie mehr langen, die würden in eine massive Rezession geraten, wir werden überschuldet ohne Ende und wer zahlt es am Schluss? Du und ich und jeder sonst rein. Also von dem her ist das absolut der richtige Entscheid. Die, die können schaffen, die müssen wir schaffen. Jetzt in der Pandemie und in den Restriktionen, die sind gekommen, hat sich das Leben von vielen stark verändert. Oder? Privat wie unternehmerisch. Kurzarbeit, Hygienemaßnahmen, Bahnen, die zu sind, ganze Märkte, die müssen zu machen. Wie sieht es denn mit euch bei uns? Hat sich euer Alltag eigentlich jetzt um 180 Grad gewendet oder auf den Kopf gestellt? Oder mit was rechnen wir da? Es hat sich alles geändert. Also, das Arbeiten vor der Corona-Krise und jetzt mit Corona ist völlig etwas anderes. Also wie sie am Agieren, wie sie am Reagieren, wie sie am Verändern, wie sie am Kommentieren, wie sie am Weisung rausgeben, wie sie am rechtlich Abklärungen machen. Was ist, wenn das so und so ist? Was ist, wenn der Mitarbeiter das und das so und so macht? Also das ist sehr, sehr ein grosser Wulle, den wir momentan erledigen müssen, um annähernd den Witz zu schaffen. Abgesehen von den ganzen Hygienemaßnahmen und Social Distance auf der Baustelle. Also abgesehen von dem gibt es einfach einen Haufen administrativen Aufwand, der mich momentan eigentlich fast 24 Stunden braucht. Wie sieht es eigentlich so im Bereich Hygienemaßnahmen aus? Ich meine, das sind ja riesige Umwege, die man zusätzlich fährt, dass man alles safe behaltet. Aber logisch ist das natürlich Priorität. Aber was machen ihr momentan für eure Mitarbeiter in diesem Bereich? Absolut. Also wie heisst es? Lanciert die ganze Geschichte, also zum Beispiel eben die Waschstation, dass man sich halt desinfizieren, waschen mit fließendem Wasser, dass wir halt zum Beispiel Weisung rausgegeben, dass man nicht auf einem Haufen Pause machen, den Transport auf die Baustelle, von der Baustelle weg, dass das separat in verschiedenen Fahrzeugen folgt, wird jetzt zum Beispiel jedes WC auf jeder Baustelle zweimal pro Tag reinigen und desinfizieren, mit jedes Werkzeug, wo man dort wechselt, die reinigen und desinfizieren nach jedem wo es benutzt, wird dann zum Beispiel Gemeinschaftswerkzeug wie ein Tischfresssäge nach jedem Benutzer
Desinfizierung sind alles Sachen, die wir noch nicht gemacht haben. Und wir können natürlich einhalten, die 2 Meter Abstandsregeln. Und viele Laien sagen vielleicht, das ist doch gar nicht möglich. Gewerkschaften sagen zum Teil, das ist nicht möglich. Und ich bin der Meinung, ein Bauunternehmer wie wir kann das machen. Und vor allem, man hat die Möglichkeit, wenn es nicht geht, es gibt gewisse Arbeiten, wo man ein Handwerk, ein Büch vom anderen, dann haben wir die Chance, während 15 Minuten zusammen das zu machen. Und nachher müssen wir wieder die 2 Meter Abstand einhalten. Und solange das man im Rohbau schafft, ist das möglich, weil wir auf der Baustelle vielleicht 15 bis 20 Leute. Und sobald das dann aber nachher der Innenausbau stattfindet, wird es dann schwieriger. Da kann man die Maler, die Gipser, die Elektriker und so weiter und so fort. Und der ist dann schon schwieriger überschaubar. Aber für Eifert schon, muss ich sagen, sind die Regeln vom Bundesamt für Gesundheit recht gut umzusetzen. Kommt da aber im Hinblick auf die Mitarbeiter auch irgendeine wahre Wertschätzung gegenüber diesen Zusatzrunden fort? Also auch, dass man jetzt sagt, hey, jetzt Safety First, der Mensch steht im Mittelpunkt, und jetzt geht es nicht einmal um Effizienz oder so. Ja, also ich finde, die sind sehr, sehr happy, weil sie merken, man kümmert sich um Ski. Die sind sehr glücklich, dass da jemand ist, der ihnen zeigt, wie man arbeiten muss, was man machen kann, wo Ski fährt. Und sie merken euch, oder wir merken das selber euch, dass jeder Einzelne eigentlich wichtig ist, damit sie überhaupt noch arbeiten können. Also das merkt der Handlanger, aber das merke ich, dass jeder wichtig ist. Und wenn der Handlanger mir die Sachen nicht umsetzt, die verlangt werden, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich die Weisungen in dieser Gebung, wie es muss, machen, dann hat der Handlanger ein Problem, weil er plötzlich keinen Job mehr hat. Also es ist so wichtig, dass jeder mit Land schafft. Und ich glaube, das hat nicht jetzt recht. Zusammengeschweißt, jeder weiß, was der andere für ihn macht. Und die 10 Meter Regel hat nicht zwar ein bisschen Distanz gegeben, aber im Endeffekt schweißt sich das noch mehr zusammen. Thema Globalisierung, oder? Wir haben es also gesehen in letzter Zeit, auf einmal haben Masken viel mehr gekostet. Wir haben Angst gehabt, dass die Anfolge an uns geht. Man merkt so richtig, wenn man abhängig ist, ob das medizinal ist, aber auch eben wieder auf Hinblick auf Telekommunikation, was immer. Also wir merken langsam, wie die Hände gebunden sind. Aber wie sieht das auch bei dir? Es ist das Gefühl, wir können das Learning nennen. Was bedeutet das auch für die Gesellschaft, dass man wieder ein bisschen regionaler denkt in dieser ganzen Zeit, oder? Und weniger abhängig ist von irgendeinem Lieferant vom Ausland? Also grundsätzlich gesagt, ist die Krise ganz klar die Grenze von der Globalisierung. Ich bin kein Feind von der Globalisierung. Ich bin für Zusammenarbeit, auch für internationale Zusammenarbeit, ganz klar. Aber es kann ja nicht sein, dass wir in der Schweiz als hochtechnisches Land und vor allem hochspezialisiertes Land in der Medizinaltechnik plötzlich einfach gewisse Sachen gar nicht mehr herstellen kann. Weil nicht irgendein Wirkstoff fehlt oder weil nicht eine Maschine fehlt, um das herzustellen. Weil wir einfach abhängig sind vom Ausland. Das kann es nicht sein. Und da bin ich der Meinung, dass der Bundesrat die Politik im Nachhinein, im Nachgang von der Krise, müssen die aktiv werden, damit man da Lesungen herkriegt. Ich bin nicht der Meinung, dass die Schweiz jetzt da eine Insellesung macht, überhaupt nicht. Aber dass man es zumindest europäisch kann lesen kann, dass man die Abhängigkeit kann ein bisschen in den Griff bekommt, dass es aber nicht so Ausmaß annimmt wie jetzt. Ich erlebe das heute tagtäglich. Ich habe heute 50 Masken bestellt für 500 Franken. Eine Maske hat 10 Franken, wo sie will. Aber das, momentan brauche ich das, damit ich weiterarbeiten kann. Aber eigentlich darf es das nicht sein. Ja, und eben auch darum, verliebt wir als Gesellschaft jetzt etwas mitnehmen, die Chance erkennen und sicher auch die Learnings daraus ziehen. Weil, wenn so etwas dann nochmal kommt, hoffe ich, dass wir vielleicht nächstes Mal auch bei gewissen Massnahmen anders vorwärts gehen, oder? Unbedingt. Also, ich bin der Meinung, dass ein Haufen Gewerbetreibende jetzt auch ein bisschen gemacht sind. Also, jetzt hat man müssen reagieren und früher war es halt so gewesen, dass man quasi von der Ohnmacht von Zalando oder was weiß ich oder vom Internet fast kapituliert hat und gesagt, ich stehe sehr schlecht. Und jetzt entwickelt sich langsam so im Nachbarschaftsbereich plötzlich irgendwelche Initiativen, wo man Gemeinschaftseinkäufe machen kann, wo man das Gewerbe hier lokal kann unterstützen kann. Und ich bin der Meinung, das sind durchaus Lesungen, die man nach der Krise sollte weiterverfolgen. Und das ist sicherlich ein Thema, wo einen positiven Effekt hatte von der Corona-Krise. Der andere positive Effekt, nur kurz, ist die ganze Hygienemaßnahme. Also ich habe mir jetzt gelernt, wie man die Hände waschen, wie man desinfizieren. Jedes Kind in der Schweiz weiß das jetzt. Und ich bin überzeugt, das wird in Zukunft beim Virus eine sehr, sehr wichtige Geschichte, weil jeder weiß jetzt, was er zu machen hat.
Jeder macht ein bisschen Distanz, ein Social Distance. Wenn mal einer daneben hustet, geht man automatisch zurück. Man tut vielleicht den Bord anders abpacken. Man tut sich vielleicht auch mal zwischendrin mal desinfizieren, wo man vorher nicht gemacht hat. Und so werden es wir in Zukunft auch viel, viel schwerer haben. Und auch das ist eigentlich ein positiver Effekt von der Krise, die wir jetzt mit Corona eigentlich haben. Olivier, danke vielmals für deine Zeit. Ich glaube, ihr seid ein wichtiger Teil von dem Ganzen, der zeigt, dass der Mensch zwar im Fokus steht, aber dass wir gleich müssen vorwärts gehen und dass wir auch müssen schauen, dass die Wirtschaft funktioniert. Danke, dass du dir die Zeit hast genug vereinst, für das kleine Format hier. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg, aber das Wichtigste, viel Gesundheit für dich, die Familie und alle, die mit dir natürlich zusammen vorwärts gehen. Danke und habt dir Sorge. Danke dir und auch dir, bleib gesund.